Ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Ausgabe von Plauderei aus dem Nähkästchen. Heute mit einem spannenden Thema, vor allem für alle Frauen unter uns. Wir reden nämlich über die Männer. Ja, und Beziehungen zu Männern würde ich so beschreiben, ähnlich wie eine Mondlandung, Schwerelosigkeit, unbekannte Landschaften, Krater oder wenn man es irdisch sagen will, auch atemberaubend, wunderschön und manchmal ein bisschen anders. Ich habe zwei Gäste dazu eingeladen, zwei Frauen, die das Thema Männer bestens kennen, aber jede ein bisschen anders. Zum einen ist es Margrit Schneuli. Sie ist Nageldesignerin, kommt von Grosshochstädten, ist Mutter von Salazar und seit 23 Jahren mit Hans-Jörg verheiratet. Und was besonders ausstechend ist, sie ist noch nie fremd gegangen. Stimmt doch, Margrit, oder? Oh, mal, das kann man schon so sagen. Zum anderen haben wir die Leonore Lombardi. Sie ist mit ihrer Musikgruppe, die Lombardis, auf der ganzen Welt unterwegs und auch sie kennt das Thema mal ziemlich gut. Guten Abend. Fangen wir gerade mit dir an, Margrit. Was ist das Besondere an Hans-Jörg? Ja, da muss ich schon ein bisschen überlegen. Spannend, Margrit. Es ist eigentlich vielsagend, wenn die Antworten nicht gerade wie aus der Pistole geschossen haben. Jetzt kurz zu dir, Leonore. Das ist für dich sicher unvorstellbar, das ganze Leben lang einmal zu haben. Ja, also was soll ich sagen? Also ich finde es toll, dass die Margrit ihren Hans-Jörg hat. Muss ja auch ein fescher Bursche sein, wenn der alles bietet, dass man nur ihn braucht.